Und damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge Enigmatica 6 Expert. Freunde, ich habe tatsächlich zwischen den Folgen nichts gemacht, obwohl mittlerweile fast 6 Stunden vergangen sind. Ich habe einfach mal den Sonntag genossen. Und die letzte halbe Stunde habe ich im Kreativ verbracht, also in der Kreativwelt, um rauszufinden, wie wir das mit der Source-Produktion machen. Es gab oder gibt eigentlich derzeit für uns technisch nur 3 Möglichkeiten. Einmal mit Create, und alle 3 Möglichkeiten beziehen sich auf Create. Und zwar erstens mit einem Minecart-System von Create oder mit einem Pistensystem von Create. Hat aber alles nicht so hingehauen. Deswegen machen wir das mit einem ganz normalen Encased Fan Rotation Farm Gelöts. So. Dazu brauchen wir. Wir gehen zu Create. Und zwar brauchen wir einen Fan. Einen Encased Fan. Habe ich davon noch welche? Zufälligerweise. Wieso sucht er nicht mehr hier? Wieso ist das ausgeschaltet? Ich gehe mal kurz gucken, ob ich drüben noch einen Fan habe. Aber ich glaube, ich habe alle aufgebaut, die ich hatte. Encased Chain Drive brauchen wir nicht. Wir brauchen Adjustable Gear Shift brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Also von dem, was hier drin ist, brauchen wir nicht. Gut. Wir brauchen ein Encased Chain Drive. Ich glaube, nee, ich muss zuerst das Rotor Blade bauen. Den Rest müsste ich haben. Dann brauchen wir Radial Chassis. Radial? Nehmen wir Radials. Ja, komm, nehmen wir Radial Chassis. Radial Chassis. Dann brauchen wir Create Farmer. Und zwar Mechanical Farmer eigentlich. Diese Dinger hier. Davon brauchen wir 1, 2, 3, 4. Das ist für die Farm. Einen Lever brauchen wir noch. Dann gehen wir jetzt mal runter. Ach nee, warte mal, das Wichtigste haben wir vergessen. Das Campfire. Wir brauchen noch ein Campfire. So, und wir brauchen noch, habe ich noch Linear Chassis? Linear Chassis habe ich auch noch. Nehmen wir auch mal 4 Stück mit. Ja. Und Superglue sollten wir in der Tasche haben. Rein theoretisch, nee, haben wir nicht. Glue. Ach, ja, das Wichtigste hätte ich beinahe noch vergessen. Wir brauchen noch Storage Interfaces, und zwar jene welche. Dazu brauchen wir Endeside Funnel. Ja, wir nehmen da trotzdem mal, davon brauchen wir garantiert noch ein bisschen was irgendwann im Laufe der Zeit. Und das macht nur einen, ne? Ja. Zweimal Portable Storage Interface. Dann brauchen wir noch eine Shoot. Shoot. Da ist eine Shoot. Ich weiß, ich habe noch die... Ach, da waren sogar noch 2 Stück. Guckt euch das mal an. Habe ich noch Draw übrig? Dann können wir das gleich richtig machen? Nee. Ich will, wenn dann, ein 1x1 Draw. Und Void Upgrade sollte ich noch in der Tasche haben. Sehr gut. So, dann fangen wir an. Source Berries brauche ich noch. Source Berries. Berry. Source Berry. Gib mir mal alle. Wir brauchen zwar insgesamt ein paar mehr, aber das sollte für den Start reichen. So, dann gehen wir jetzt rüber. Schlafsack ist an der Tasche. Wir haben noch einen halben Tag Zeit, also einen halben Minecraft-Tag, das zu bauen. Ihr seht, hier unser Feld. Was ich euch schon mal sagen kann,
Den Block, den Block, den Block. Den Block, den Block, den Block. Den Block, den Block und den Block. Den, den, den. Und den, den, den und den brauchen wir nicht. Genauso wenig wie den. So, deswegen kommt hier jetzt an die Stellen normales Dirt hin. Wo ist meine Denk? Da ist meine Denk. So, weil hier kommt jetzt das Linear Chassis. Ich glaube, ich habe das Falsche gebaut. Ich glaube, ich brauche nicht das Linear, ich brauche das Radial. Ja, ich brauche ein Radial Chassis, kein Linear Chassis. Weil jetzt muss ich ja drehen. Also, radial. Hui, hui. Also wieder zurück. So ähnlich, wird ähnlich aufgebaut wie die Baumfarm. Radial. Das ist ein Radial Chassis. Oder brauchen wir. Nee, das Bearing brauchen wir, ne? Bearing. Hier, das Mechanical Bearing. War das das? Ja, 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 das Bearing war das, genau. Das ist, egal wie oft ich das baue, was haben wir denn da? Turntable. Wir brauchen einen Turntable. Egal wie oft ich das baue, ich verboxe immer wieder. Ich sag's euch. Und irgendwann muss ich da wirklich mir für die Wege was machen. Aber ich glaube, Teleportation Course können wir uns nicht leisten. Habe ich noch eine Megatorch? Ja, gucken, bevor wir runterlaufen, nehmen wir uns mal lieber eine Megatorch mit für da unten. Weil ich habe vorhin schon gesehen, dass da hinten auf der Ecke, da sind vorhin Creeper gespawnt. Und das würde ich gerne vermeiden. Und was ich euch gleich noch zeigen muss, ist, wie weit unser Zauber reicht, den wir letzte Folge gebaut haben. Nicht Nega, Megatorch. Ah, ich habe sogar noch einen im System liegen, sehr schön. Wie weit unser System reicht, unser Spell. Das ist richtig böse. Wir nehmen den mal hier. Wir haben ja jetzt, welchen habe ich ausgewählt? Nicht, ja doch, Farm 1. Ihr seht dort drüben, wir stehen jetzt hier auf die Kiste. Hier, auf die Kiste. Ihr seht da drüben den Turm. Bum, 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 bum. So, kaputt. Ihr seht da drüben die Wand. Wum, wum, weg. Ihr seht dort hinten. Dort hinten. Da hinten ist so ein kleiner. Bum, bum, bum. Das Ding hat eine perverse Reichweite. Was ich noch nicht probiert habe, ist da oben. Ob ich da oben hinkomme. Und ja, auch da komme ich hin. Dudum. Wie gesagt, das Ding hat eine perverse Reichweite. So, genug davon. Essen. Essen ist wichtig. Nicht die Sourceberries essen, die brauchen wir gleich. Ich habe noch ein bisschen Brot. So, weiter geht's. Jetzt gehen wir hin, setzen hier das Chassis hin. Das wenken wir einmal, bis es dann nach oben geht. Oder auch nicht. Dann machen wir es anders. Nee, machen wir zuerst den unteren Teil. Hier das Campfire. Dann kommt hier der Fan drauf. Und zwar so, dass der. Oh, ich hasse es, ne? Manchmal ist es so, dass das Ding nach oben geht. Dann machen wir so. Dann machen wir. So. Achso, da muss, glaube ich, erst oben was drauf haben. Mach mal Radial Chassis. Wieso? Ach, ich vergesse es immer wieder. Der Fan braucht einen Lever. Radial Chassis? Ups. Der Fan braucht einen Lever, aber wieso? Das ist jedes Mal das gleiche. Der Fan bewegt sich.
Wieso? Nee, der Fan war richtig. Das war alles gut. Jetzt funktioniert es. Okay, gut. Ja, ich habe die leider an der falschen Stelle. An die falsche Stelle. Davon habe ich nicht genug, Freunde. Wir nehmen mal die Linie. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier vorne. 1, 2, 3, 4. Wichtig ist, dass ihr guckt, in welche Richtung sich das Ding bewegt. Also bewegt sich in die Richtung. Dann gehen wir jetzt mal kurz schlafen. Ach, ja, naja. Ich bin ja auch Idiot. Aber ich glaube, ich habe noch Chests in der Tasche. Dann kommt hier jetzt an die Stelle das Storage Interface. Auf der anderen Seite kommt hier der Shoot und hier das Storage Interface. Ja. Jetzt gucke ich mal, ob ich normale Kisten in der Tasche habe. Ja, ich kann auch die Wooden Storage Crates nehmen. Ist wurscht. Ach, ich wollte hier unten eigentlich. Hier unten kommt. Ach ja, genau. Hier unten kommt die. Ah, ich muss dieses. Ich muss mich immer dran gewöhnen, das Ding aus der Hand zu nehmen. Kommt dieses Barrel hin. Empty 32 Stacks. Und jetzt, wenn er rumläuft. Genau. So soll das sein. So, dann lassen wir das jetzt so. Nehmen uns unsere Hoe. Und pflanzen jetzt die Source Berries. So viele, wie wir haben. Wir kriegen ja gleich ein paar mehr. Also sollte das nicht wirklich so wild sein. So, noch mehr Hohn. Und dann müssen wir hier kurz rein. Achso, nee, ich muss erst mal das... warte mal, Ich bin ja Idioti. Ihr kommt übrigens aus diesem fucking Source Berries kaum noch raus. Und wenn sie gewachsen sind, kriegt ihr auch noch Schaden. Wir machen das also so. Zack, so. Einmal ein bisschen Kleber und eine Storage Crate. Und wenn wir jetzt vorsichtig sind, connectet das. Sehr schön. Dann können wir hier jetzt noch fertig holen. So, das war der erste Teil. Und wir setzen jetzt hier unten, hier in das Loch, setzen wir, was handelst du? Reinforced Iron Desert Chestplate. Star Coral Block, okay. Globe, Aspen Sapling und Flexseed. Flexseed wäre nicht schlecht, aber egal. So, das kann jetzt erstmal laufen. Auch wenn er da gerade in einem Loch gefangen ist. Die sterben da übrigens. Interessiert mich aber nicht. So, und jetzt beginnen wir mit dem wichtigen Teil, nämlich mit der Generierung von Source. Wir haben hier, hier im Magic Apprentice haben wir hier Agronomic Source Link. Den müssen wir jetzt bauen. Und ich habe keine Ahnung, ich habe mir die Rezepte nicht angeguckt. Aber wie gesagt, ich habe mir das Ding bloß vorhin im Creative gegeben. Das ist der Agronomic Source Link. Hä, wie soll ich den denn bauen?
Ich soll die im Enchanting Apparatus bauen. Aber ich brauche doch erstmal Source, um das zu machen, oder? Silver, Sulfur, Source, Sun Metal, Renown, it's mystical property. Silver and Sulfur, of course, are both. Ach, das kostet kein. Ah, das kostet kein Source. Okay. Also brauchen wir erst den Enchanting Apparatus. Enchanting Apparatus. Jetzt ist die Frage, habe ich noch. Oh, ich habe sogar noch. Enchanting Apparatus. Wir gehen mal in die Questline von Ars Nouveau. Wir haben das hier ja fertig. Gibt einen Sourceberry Pie. Ritual Brazer brauchen wir nicht. Source Gem. Okay, dann holen wir uns mal einen Gem. Oder brauche ich die? Source Gem. Ich brauche einen Source Jar. Okay. Source Jar. Source Jar ist ein normales Jar. Gib mir mal Glas. Ups. Glas. Ich will davon gleich ein paar mehr bauen. Wir brauchen 6, 7 pro. Gib mir mal 21, bitte. 21 hört sich gut an. Und Slab. Ich hoffe mal, ich habe noch Slabs da. Nö, ich habe keine Slabs. Na, das ist ja. Tüfte. Deswegen sagt er mir auch, dass es nicht geht. 1, 2, 3. So. Dark Oak Slabs. 1, 2, 3. Die können weg. Die können auch rein. Und jetzt Jar. Source Jar. Warding Stone. Ach, wie waren die denn jetzt? Das war doch irgendwas mit Arcane Stone mit Lightning, ne? Okay, Clay, Appetite, Source Gem, okay. Clay. Mach das mal alles weg. Gib mir mal ein Stack davon. Und es war das, was war das? Ein Vielfaches von 5, ne? Warding Stone geht aus Arcane Stone. Vielfaches 3, 15 sind 5, also brauche ich 5 davon. Und 5 davon. Und ich brauche Jetzt habe ich sie wieder verloren. Da sind sie. Die brauche ich. So, wir hatten hier ja vorne irgendwo was aufgebaut, wie gesagt. Einmal dann bei sowas immer die Ding ausmachen. Zack. Das. Und Wumms. Jetzt nicht brennend ins Holzhaus laufen. Das wäre nicht so wirklich intelligent. Da sind auch bloß 2. Ich glaube, ich brauche mehr davon. Okay. Gib mir mal 10. Ich habe nicht so viel Klee, verdammte Axt. Ich muss unbedingt Klee. Ich müsste Klee farmen gehen. Na, Mensch, jetzt mach doch mal hier mit dem Schreiben, du richtiges, du dummes Ding. Gib mir mal 2 Stacks.
Achso, ich bin ja auch doof, wenn ich doch so gemacht. 30. Ja, das sollte hinkommen. Kriege ich ein bisschen mehr. So, jetzt suchen wir wieder. Ich glaube, das war hier oben drinnen, ne? Jo. Aber was ich definitiv schon merke, ist, dass die Framerates extrem runtergehen. Das ist nicht so schön, muss ich dazu sagen. Deswegen will ich mal hoffen, dass wir bald aus dem Create-Wahnsinn raus sind. Dass wir mit normalen Maschinen arbeiten können. Weil das ist echt krank. 1, 2, 3, 4. Ja, nehmen wir erstmal 3. 3 sollten jetzt mal reichen. Um ein bisschen Source aufzubauen. 1, 2, 3. Quest fertig. World Sharpener. Sehr geil. So, jetzt kommt der Enchanting-Apparatus. Dazu brauchen wir. Achso, ich brauche Arcane Pedestals. Arcane Pedestals. Habe ich den Enchanting? Ah ja, den habe ich schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein! Was fehlt mir? Arcane Stone. Oh, die habe ich jetzt alle verarbeitet zu den Warding Stones, ne? Echt jetzt? Wollte mich ver. Na, wir machen das erstmal mit 3. den Arcane Core brauche ich noch. Das ist sehr wichtig. Arcane Core. Der kostet Warden Stones und den kann ich sogar bauen. Damit haben wir das fertig. Damit gehen wir jetzt hier runter, nachdem wir geschlafen haben. Obwohl eigentlich können wir uns schon das Zeug mitnehmen, was wir für den Agronomic brauchen, ne? Wir brauchen Phytogrow. Wir brauchen Gold Inlays. Zwei Sets. Können wir zum Glück schon bauen. Gold Inlays, wie viel sind das? Drei Stück brauche ich, ne? Ja. Drei Gold Inlays. Brass oder Gold oder Brass oder Gold Nuggets. Wir gucken mal, wie viel Brass haben wir. Ja, nehmen wir die. Wie viel waren das? 2 und 2, ne? Ja. Davon 2 und davon 2. Und in der Mitte brauchen wir dann ein Konduit. Der Konduit ist der. Ah, verdammt, Axt. Dieses Konduit ist der. Ja, wie soll ich sagen? Im Buch steht's drinne. So, jetzt gehen wir hin und stellen das Ganze hier hinten auf, also nach hier raus. Genau. Oder? Ja. Wir nehmen unseren Arcane Core. Auf den Arcane Core kommt der Enchanting Apparatus. Dann kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viel Phytogrow brauchte ich? 1, warte mal, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, wir brauchen tatsächlich die 8. Das ist jetzt uncool. Gut, dann müssen wir noch einmal los und das mit dem Kleegedöns machen. Mit den Arcane Stone herstellen. Ja, mein Gott. Also. Clay. Request. Ah, nee, ich brauch beide bitte. Und dann gib mir nochmal ein Stack. Und da muss ich gleich zwischendurch, zwischen den Folgen, unbedingt Clay farmen. Das ist ja
nicht auszuhalten. 18 durch 3 sind 6, ne? Ja, also 6 mal Appetite. Und 6 Source Gems. Und einen davon. Ich, nicht wundern, ich habe davon, ich habe noch ein paar, ich habe noch ein paar Pfeile rumliegen. Deswegen, aber ich nehme jetzt mal das Zeug. Was wir auch machen könnten, ist, ist die, diese Snowballs. Weil die sind, wenn man einen hat, die Charged Snowballs sind, das brauchte ich jetzt. Arcane Pedestals hießen die Dinger, ne? Arcane Pedestals, genau. Die waren das. So, einmal hier rein damit. Und da ist der letzte. Da müsste doch eigentlich jetzt die Quest fertig sein, oder? Achso, ich muss die alle 8 in der Tasche haben zusammen. Ja, mein Gott. Manchmal sind die die Quests relativ picky, was das angeht. So, wir gehen mal kurz hier rüber. Das ist alles nur temporär. Was ich am liebsten hätte, ist die ganze Geschichte mit Karbunkels und so weiter und so fort. Na komm. Und Quest fertig. Sehr gut. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, jetzt kommen wir hin. Ein Phyto. 3 davon, 2 davon, 2 davon. Und unsere Conduit. Das heißt, Phyto. 1, 2, 3. Es macht übrigens absolut keinen Unterschied, wo ihr das macht. Und da haben wir unseren Agronomic Source Link. Und dieser Agronomic Source Link, wenn wir den jetzt hier hinstellen, wie ihr seht, habt ihr das gerade gesehen, füllt jetzt diese Jars, wenn das System hier läuft, mit Source. Das heißt, für alles, was wir dann, für alles, für das wir Source brauchen, ich hab Schluck auf und so brennen. Das ist nicht nett. Wird dann hier produziert. Das war dann, ich glaube sogar, das geht. Wir gucken mal, was es hier gegeben hat. Mana Regen Potions. Naja. Aber wir haben ja noch mehr. Wir haben ja den Atomic Source Link noch. Melon Seeds. Die Berries können wir direkt mal anpflanzen. Ups, nicht da. Und wir sollten ja hier in unserer Kiste auch noch ein paar haben. Sogar schon ganz schön viele, das geht richtig gut. So, und das läuft jetzt. Und durch die, das Source Link, also der, der, also besser gesagt die Jars, wenn wir hier was brauchen, das das Source braucht, zieht er sich das automatisch von da. Ich weiß nicht, wie weit die Reichweite ist, aber das sollte kein Problem sein. Was haben wir hier für ein Enchanted Book? Mana Boost, okay. Wir gucken nochmal rein in die Questline. Haben wir noch irgendwas fertig gemacht? Wir müssen jetzt, nach und nach werde ich jetzt hier die, die Dinger freischalten. Nicht die, sondern die, die Augments für fürs Zauberbuch. Aber was haben wir denn jetzt noch für eine Quest? Storage haben wir noch fertig, wegen der Diamond Chest. Okay, Create haben wir fertig wegen dem Plow. Dankeschön. Wegen dem Dingenskirchen. Das gibt zwei. Die und ihre Adjustable Crates, ne? Das ist der Wahnsinn. Und wir gehen mal hier in Magic Apprentice. Da rein. Jetzt müssen wir den Sunmetal, das Sunmetal Blend herstellen. Das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Währenddessen kann der da unten ja schon mal ein bisschen Source generieren. Ansonsten machen wir das Sunmetal Blend nächste Folge. Das ist relativ egal. Ja, das kann alles weg. Ah, wir so viele Protection, Quick Draw, Range. Hm. Das kann weg, das kann weg, das kann weg.
Was ist das denn? Rich Soil kann weg, kann weg. Den behalte ich. Entschuldigung, da war gerade kurz die Stimme weg. Das hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Aber es war nur die Stimme. Und wir essen mal ein bisschen von dem Sauceberry Pie. Sauceberry noch nicht gegessen. Zack. Ich habe übrigens immer noch kein Herz dazu gewonnen, glaube ich. Was wollte ich jetzt machen? Achso, wir brauchen Silver. 1, 2, 3, 4. Und wir brauchen Sulfur. Na, davon habe ich hier nur zwei, aber ich habe unten noch ein paar mehr. Deswegen gehen wir mal runter. Hier. Hier haben wir dann noch Tin. Ah, ich hatte nicht so viel. Hier habe ich auf alle Fälle genug Sulfur. Wie viel Silber habe ich noch? Weil ich glaube, von diesem Sun Metal Blend brauchen wir einiges. Silver, gib mir mal ein Stack. Dann könnt ihr weg. So. Das braucht natürlich Source. Und zwar 500 Source pro pro Crafting-Vorgang. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Source das Ding produziert. Das Problem ist, dass bei dieser Source-Anzeige, bei den Jars, sind es nur Prozent. Ist ein bisschen... 1, 2, 3, 4 und wups. Und da haben wir Sun Metal Blend. Und das waren jetzt 10%. Also können wir mit einem Jar 10%, ein Jar 500 brauchen wir für den Vorgang. Dann ist in einem Jar 5000 Source. Wenn wir 10 Vorgänge machen können. Also lasse ich das jetzt mal laufen. Wir haben die Quest komplett. Somit können wir jetzt hier hin. Und zwar den Scarab. Items Channel in Lightning. Gold Inlay. Pewter Ingots. Sun Metal Blend. Und Source Gem. Das heißt, nächste Folge bauen wir uns den Scarab. Und den Catalyst können wir noch nicht. Ne? Doch, eigentlich schon. Aber der braucht halt ein volles Jane, der Catalyst, also der Scarab ist für Atom und der Catalyst ist für Undergarden. Das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Da bin ich jetzt relativ, das kann dann hier mal einfach produzieren. Ich werde das Ganze hier nochmal vorsichtshalber laden. Und wir sehen uns ja dann, wie gesagt, nächste Folge. Dann sehen wir, wie viele drinne ist und ob die Jars voll sind. Das geht relativ schnell, habe ich in der Kreativwelt gemerkt. Wenn das hier erstmal läuft, dann geht das relativ fix. Gut, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen guten Tag. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns, wenn das hier voll ist. Bis dahin, bye bye und tschüss.